Liebe Schweißhelden, heute möchte ich euch zeigen, wie man sich selber das Elektrodenschweißen beibringen kann. Wir benötigen eine persönliche Schutzausrüstung. Erstens eine Jacke aus Baumwolle. Zweitens eine Lederschürze. Drittens festes Schuhwerk. Viertens Handschuhe mit Stulpe. Fünftens eine Brille. Sechstens ein Schweißerhelm. Dann kann uns beim Schweißen auch nichts passieren. Bevor wir mit der Übung beginnen, brauchen wir ein paar Utensilien. Ein passendes Schweißgerät, Stabelektroden, passendes Werkzeug zum Entfernen der Schlacke und natürlich ein Werkstück, damit wir auch unsere Schweißübung beginnen können. Beim Schweißen mit Elektroden ist zu beachten, dass der E-Halter auf Minuspol gelegt wird und die Masse auf Pluspol. Denkt bitte an einen sicheren Stand. Für Anfänger empfehle ich, Raupen zu schweißen. Die Elektrode wird in einem Winkel von 75 Grad zum Werkstück verschweißt. So Freunde, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sieht so eine perfekte Schweißraupe aus. So, und hier ein Schweißheldentipp. Als Faustformel gilt, Kerndurchmesser der Elektrode mal 40 Ampere entspricht der Einstellung am Gerät.